Mein Name ist Hans-Peter Fricke, bin 49 Jahre alt, bin Familienvater, habe 3 Kinder. Hey, Hans-Peter, komm mal hin. Ich komme leider zu selten dazu, Traktor zu fahren, ist aber auch eine spannende Sache. Das ist unser erstes Chef. Das ist jetzt hier unsere Landmaschinenwerkstatt. Das ist also praktisch der Ursprung unseres Geschäftes. Das Unternehmen wurde 1923, also in ganz einfachen Verhältnissen, gegründet. Mein Großvater hat sich einen Amboss geliehen und hat in einem ganz einfachen Schuppen angefangen. Und ich bin auch stolz auf meinen Vater, der dann aus einer Dorfschmiede einen doch schon größeren Landmaschinenbetrieb aufgebaut hat, der unheimlich hart gearbeitet hat. Immer noch die CAV-Pumpe? Das wird aber eine teure Pumpe. Seit einigen Jahren haben wir uns also schon sehr stark um den Nachwuchs gekümmert. Wir haben 80 Auszubildende. Es ist ein super Gefühl, dass wir mehr als 1000 Arbeitsplätze geschaffen haben. Und das ist natürlich auch eine Leistung der gesamten Mannschaft, des gesamten Teams. Das ist eben einfach die räumliche Nähe. Man kennt sich, man weiß, dass man sich aufeinander verlassen kann. Klaas, der Schlepper ist soweit. Was ist der Kunde hier jetzt? Welcher? Branschen. Ich glaube, Günther Branschen aus Selsing. Günther Branschen, Selsing. Gott sei Dank war es so, dass wir also in den letzten 20 Jahren vor allem positive Dinge geschaffen haben, dass wir in neue Länder gehen können. Das ist ja auch sicherlich eine Herausforderung, aber es ist immer wieder spannend, es macht immer wieder Spaß. Wir befinden uns jetzt praktisch hier in der Halle 5. Das ist also die neue Halle. Das größte Projekt, das die Bank bei uns umgesetzt hat, war also die Investition von 35 Millionen Euro in unser neues Logistikgebäude. Es ist eine ehrliche Zusammenarbeit. Das ist ja auch ganz wichtig bei allen Geschäften, dass man eben weiß, mit wem man es zu tun hat. Und die Volksbanken haben ähnliche Werte wie wir auch. Und deswegen kann ich auch von einer guten Zusammenarbeit sprechen.